Guten Tag zusammen, mein Name ist Peter Brocks und ich habe euch hier einmal die 10 besten Ereignisse aus 3 Monaten Lkw-Fahrt zusammengestellt. Wir sehen zum Beispiel eine Sprengung im Steinbruch. Was meint ihr, kann man auf der Baumallee entschleunigen? Immer wieder kommt es zu kritischen Situationen, wenn wir auf der Autobahn die Spur in Baustellen wechseln müssen. Jetzt will ich aber nicht lang weiter schnacken. Wir starten mit der Tour, wie es für uns üblich ist. Wir fangen auch früh an in einem schönen Sonnenaufgang. Und los geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute am Beginn der Woche möchte ich euch einmal einladen, mit mir mitzufahren. Diese Woche gibt es sehr interessante Touren. Interessant insofern, dass es einfach landschaftlich schön wird und ein paar Sachen, wo es auch ein bisschen gruselig wird oder nicht gruselig, wenn man so im Steinbruch fährt, wo das Herz dann doch schon etwas schneller schlägt, wenn man so runterschaut. Aber ansonsten macht das Spaß. Und wie ihr ja vielleicht wisst, wir haben als Lkw-Fahrer Gleitzeit. Und diese Gleitzeit fängt dann oft an zwischen 2 und 6 Uhr. Manchmal wissen welche Angestellte das mitmachen würde. Aber wir machen es gerne. Dafür werden wir entlohnt, wenn wir es an uns rankommen lassen mit diesen fantastischen Szenen. Naja, und ab und zu das Gewusel auf der Autobahn fehlt natürlich auch nicht. Schauen wir mal, was ich euch bieten kann. Ja, das macht schon Spaß, wenn man so durch diese Alleenstraßen fährt. Die Straßen sind nicht allzu breit, aber dafür ist auch nicht so viel Verkehr. Und man kann das Fahren richtig genießen, wenn man daran Spaß hat. Oder wie seht ihr das? Ja, von der schönen Allee zu einer, sag mal, Baustelleneinfahrt oder Umleitung. Auch hier wird man in dem Sinne etwas entschleunigt, weil man da einfach nicht so schnell durchfahren kann, weil es wahnsinnig eng ist. Das kommt mit der Kamera, so wie ihr es seht, nicht so raus, aber ist an einzelnen Flanken schon manchmal eine echte Herausforderung, mit dem Lkw daran vorbeizukommen. Aber man sieht es auch der Kollege da vorne fährt also sehr verhalten hier durch, schneller als 30 ist bei der Plankenstellung nicht machbar. Ja, habe ich jetzt eigenständig eine Umfahrung an der Autobahn gesucht und wie das Schicksal das so will, komme ich genau daraus, wo heute eine Brückensprengung stattfindet und habe dann auch noch das Glück, dass ich beim Video auf Aufnahme drücken kann und so könnt ihr teilnehmen. Hier sieht man was Interessantes, und zwar werden die Straßen hier benässt und das ist dafür da, dass man, wenn man wieder rausfährt, keinen Staub mitbringt, damit man dann einfach gescheit fährt und nicht, wenn wir LKWs da langfahren, das alles völlig zustaubt. Ja, hier fahren wir jetzt gleich auf die Waage und das Wahnsinnige heute ist ja, man geht dann in dieses Haus, lockt sich ins Terminal ein, gibt seine Daten ein. Und die werden dann direkt zum Radlader übermittelt und der weiß also schon, wenn ich unten an der Waage alles eingegeben habe, mit meinem Kennzeichen, was der mir lädt und wie viel er mir laden darf. Es ist alles verrückt geworden heute. Jetzt schauen wir einmal zu dem X, gehen über die Kante. Dort sehen wir ein Nachbarbergwerk und das gibt gerade ganz interessante Eindrücke. Ja, aber in dem Bergwerk holen wir nichts ab. Wir sind heute hier, um anderes Material aus diesem Bergwerk abzuholen. Ich nehme euch jetzt mal einmal mit auf die Serpentinen und dann kann man auch noch immer schön in den Abgrund schauen. Schaut mal, ob euch das interessiert.
Ja, das ist jetzt unser Radlader. Der fährt zu der Ladestelle, wo wir ja unsere Mulde voll bekommen. Und dem fahren wir jetzt hinterher. Ja, wenn ihr nach vorne schaut, seht ihr, dass hier auch alles wieder nass gesprengt wird. Das ist einfach A und O, dass alles immer unter Wasser ist, damit nichts staubt. Und das ist in vielen Bergwerken so, dass die Straßen immer feucht oder nass gehalten werden. Ja, und hier vorne sehen wir jetzt gleich einen Bergwerks-LKW. Das sind Schwerlast-LKW, die können 60, 80 oder gar 100 Tonnen tragen. Gewaltige Monster sind das. Und den sehen wir an einer Steinmühle stehen. Das heißt, der kippt seine Ladung ab und dann wird das da in der Steinmühle gemahlen, das Gestein, was er auf seiner Ladefläche hat. Und dann wird das eben in diese unterschiedlichen Fraktionen sortiert. Das bedeutet Steine von 10 bis 20 cm, 5 bis 10 und kleiner. Und der kleinste ist dann 0 bis 5. Das ist schon fast so eine Art Staub oder so ein feiner Split. Und je nachdem, wie die Kunden das dann anschließend bestellen, wird dieses Material, was hier zerkleinert wird, dann anschließend an die einzelnen Kunden weiterverteilt. Mir ist auf dem Autobahnrastplatz mal so ein Monster-LKW begegnet. Da habe ich auch eine Aufnahme von gemacht. Die spiele ich euch jetzt mal eben ein, damit ihr noch so ein bisschen die Größenverhältnisse seht. Denn das ist echt ein Wahnsinn mit diesen Schwerlast-LKWs. Hier sehen wir den Transport des Schwerlast-LKWs. Und zum Vergleich einmal den LKW, den ich hier fahre, da sieht man die Größenverhältnisse. Dann komme ich noch dabei, um das besser einzuschätzen. Und dieser Schwerlastkraftwagen kann 285 Tonnen zuladen. Etwas mehr als das Zehnfache des LKWs, den ich fahre. Und dieser LKW ist schon ladungsoptimiert und kann 27 Tonnen laden. Also einfach nur der Wahnsinn, diese Maschinen. Ja, hier links und rechts geht es ganz schön steil runter, links natürlich noch etwas mehr. Ihr seht es, einfach durch dicke Feldsteine abgesichert, damit man da nicht hinfährt. Und wir fahren hier über so einen Kamm. Jetzt zeige ich euch da gleich rechts nochmal. Da geht es auch runter zu einem Bergwerk und da hinten können wir dann auch noch mal, aber kommen wir gleich noch zu. Hoch in den Bergen überm Königssee. Ja, und da vorne müsst ihr einmal darauf achten, da seht ihr gleich so einen roten Pfeil. Das sind die innerbergwerklichen Fahranleitungen, wo man herfahren muss. Dass man nicht anderen LKWs entgegenkommt, haben die manchmal zwei Spuren gemacht. Und dafür sind diese Zeichen da. Und da muss man also erstmal drauf kommen und drauf achten. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weiß man, wie das im Bergwerk zugeht. Nun gehen wir wieder beim X über diese Kuppe, schauen dahinter, dort sehen wir ein weiteres Bergwerk und da gehen wir Fahrer immer während unserer Mittagspause hin, um uns zu erfrischen und den Staub aus den Haaren und vom Körper zu spülen. Ja, und wie ihr seht, jetzt haben wir auch endlich unsere Ladestelle erreicht und werden jetzt gleich vollgeladen. Ja, nun fahren wir über kleinen Seitenstraßen wieder bis zur Autobahn. Die Straßen werden immer größer, ist hier landschaftlich total interessant. Die einzigste Herausforderung ist halt nur, dass einem ab und zu Kollegen begegnen und dann wird es doch arg eng, aber schaut selber. Die linke Spur verwenden und links halten und auf A3 Richtung Arnhem fahren. Ja, an diesem Kreuz finde ich es immer wieder interessant, wie die
Straßen über, untereinander und nebeneinander geführt werden. Wenn man das so auf sich einwirken lässt, ist das schon der Wahnsinn hier. Aber wenn man das fährt, ist das also völlig normal. Aber so mit den Augen sieht das echt schon heftig aus. Ja, nochmal Ortswechsel. Hier möchte ich euch nochmal zeigen, wie wir dreckige Füße bekommen bzw. dreckige Reifen. Und wie dafür gesorgt wird, dass wenn wir wieder auf der Straße fahren, dass die Reifen dann auch gesäubert sind. Da reicht nämlich nicht mehr, die Straßen zu benässen, sondern hier muss schon etwas aggressiver rangegangen werden. Ja, und hier sehen wir dann eine Waschanlage, wo uns Lkw-Fahrern die Reifen gesäubert werden, damit wir anschließend auf den Straßen nichts zudrecken. Da fahren wir dann so ein bisschen vor und zurück, damit alles schön abgespült wird, und dann geht es weiter auf die Straße. Jetzt fährt der Kollege raus und dann sind wir dran. Und so fühlt sich das an, wenn man selber da durchfährt. Jetzt seht ihr es einmal aus dem Führerhaus, wie die einzelnen Strahlen anfangen und unsere Reifen schön sauber machen. Anderer Ort, andere Firma, interessante Begebenheit. Ja, hier ist jetzt nochmal was Interessantes zu sehen. Wir fahren jetzt auf eine Waage drauf. Das ist eine tolle Anlage. Hier ist eine Waage für reinkommenden Verkehr, eine Waage für den rauskommenden Verkehr. Und dann gibt es noch eine dritte Waage, die in der Mitte ist. Da kann man dann immer benutzen, je nachdem wer rauskommt oder wer reinfährt. Wo am meisten los ist, werden dann jeweils zwei Wagen benutzt. Das ist eigentlich sehr schön angelegt. Und da wird gerade die mittlere Waage geeicht. Und das kann ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, so eine Waage wiegt von 500 Kilogramm bis 50 Tonnen. Und die muss natürlich ab und zu überprüft werden, sprich geeicht werden, weil danach werden ja Rechnungen geschrieben. Das Gewicht, da muss man sich ja drauf verlassen, weil Gewicht mal Preis ergibt dann das, was in Rechnung gestellt wird, was die Firmen bezahlen müssen. Und das wird überprüft. Diese Klötze, die ihr da seht, sind immer eine Tonne. Und so wird von einer Tonne bis 50 Tonnen immer die Waage mehr bepackt. Und dann wird das abgeglichen, was das Display anzeigt. Und so wird dann die Waage geeicht, dass die von diesem Minimalgewicht bis zum Maximalgewicht immer auch das richtige Gewicht gibt. Dann kann es einem aber doch passieren. Ich sag mal zum Beispiel, so Sachen sind einfach unvorhersehbar, wenn es regnet. Dann ist ja Wasser auf der Waage und dann hat die Waage schon wieder ein anderes Gewicht, als wie wenn sie im trockenen Zustand ist. Also ich sag mal, auch eine geeichte Waage hat immer noch ein Restrisiko, dass ein paar Kilogramm dann doch nicht richtig vermessen werden. Aber die sind halt einfach marginal bei diesen großen Gewichten, die da drüber gehen. Denn hier sprechen wir ja doch meist von 40.000 Kilogramm. Und ob da dann 10 Kilogramm aufgrund von Regen mal nicht richtig erfasst werden, ich denke, das ist vernachlässigbar, zumindest aus meiner Sicht. Nun möchte ich euch noch eine Stelle auf der Autobahn zeigen, wo man also auf die andere Fahrbahn geleitet wird. Und immer wenn ich dann mit dem LKW herfahre, rutscht mir also das Herz in die Hose, weil ich meine, ich kippe mit dem LKW um. Ich zeige euch das jetzt mal, es ist echt Wahnsinn. In 17 Kilometer die Ausfahrt. Dies ist die Stelle. 224. Mit dieser Kamera kommt es nicht so raus, aber ich zeige euch gleich nochmal ein paar Szenen. Ich fahre diese Strecke häufiger und da habe ich aufgenommen, wo ein LKW oder wo LKWs vor mir waren. Da sieht man das dran. Es ist unglaublich. Und so fühlt man sich dann auch, wie man da geschaukelt wird in der Fahrerkabine. Ich zeige euch diese Szene jetzt noch einmal als erstes, dass da zwei LKWs nebeneinander fahren. Da habe ich auch so zwei nebeneinander geschnitten an der gleichen Stelle. Und dann seht ihr anschließend diese beiden LKWs nochmal einzeln fahren, weil da sieht man es einfach und dann kriegt ihr mehr ein Gefühl dafür, wie mir immer an der Stelle das Herz in die Hose rutscht. Scheißegal, es wird schon gehen.
Ja, bevor das Video jetzt zu lang wird, habe ich mal auf Schnellspulen gemacht. Eins wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar, wenn ihr eben die Steinbrüche gesehen habt, denkt man ja, da ist überhaupt kein Leben möglich. Aber weit gefehlt. Was ich auch ab und zu im Steinbruch sehe, spiele ich euch jetzt mal ein. Und da kommt dann nämlich auch die Preisfrage. Die stelle ich aber anschließend. Schaut selber. Ja, was meint ihr? Sind es Rehe oder Gimsen? Schreibt mir die Antwort in die Kommentare und hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.